Station. Ist ja meine erste Station. Ich habe mich damals sehr schnell für Stettin entschieden, ein Bauchgefühl, gutes Gefühl gehabt mit den Menschen, die ich zum ersten Mal in meinem Leben getroffen habe, mit denen ich zum ersten Mal gesprochen habe, die ich zum ersten Mal gesehen habe. Mein erster Kontakt, ich war ein bisschen überrascht. Ich bin Balkan geprägt, weil ich in Balkan nicht aufgewachsen bin, aber ich habe eine sehr enge Bindung gehabt, bis, sage ich jetzt mal, bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr. Und hier habe ich auf einen anderen Typ von Menschen. Erstmal, keiner hat geraucht. Das war für mich so ein bisschen, wenn du nach Jugoslawien gehst oder nach Serbien, Kroatien, Bosnien, da raucht jeder. Also hast du das Gefühl. Ja, in Serbien ist es noch extremer. Da ist heutzutage nicht wie hier, dass man in Restaurants nicht raucht. Da wird geraucht und gequalmt. Und die haben einfach auf mich einen anderen Spirit gehabt. Und ich fand das sehr, sehr angenehm. Ja? Mhm. Ich fand das sehr angenehm. Ich hatte so ein bisschen mehr Balkan erwartet. Mhm. Zum Glück ist es nicht so. Nicht skandinavisch, als Sie sagten. Ja, ich konnte Ihnen das nicht in Worte fassen. Ja, hätte ich gesagt, die sind mehr deutsch, was ist das? Ja, es ist auch nicht einfach so. Habe ich gesagt, okay, so ein bisschen so diesen skandinavischen Touch, ich glaube, das hat auch die Stadt so ein bisschen. Ja? Ich meine, in der Geschichte her hat sie ja schon ein bisschen oder Berührung gehabt mit Ländern aus Skandinavien. Und das hat sich so ergeben, das war nicht strategisch geplant. Ja? Ich bin schon einer, der viel, sage ich jetzt mal, plant und durchdenkt. Aber ich bin auch ein bisschen erwachsener geworden, reifer, älter und bin nicht mehr so besessen wie früher. Ja, und habe gesagt, okay, manche Sachen kann man nicht beeinflussen, manche Sachen kommen einfach. Man muss einfach das Vertrauen haben, dass mal jemand nach dir fragt. Es gab Angebote, aber nach dieser Erfahrung mit München 60 für mich festgelegt, ich werde nur noch etwas machen. Es geht nicht um Vertrag, es geht um das Gefühl und das war mir das Wichtigste. Also das Gefühl, wo ich auch mitgestalten kann. Mit Menschen zu arbeiten, wo ich sage, das könnte funktionieren. Ja, ich mir natürlich dann erstmal Fakten angeschaut habe, habe mir die Tabelle angeschaut, Tabellenletzter, Ausland, Polen. Eine gute Ausgangsposition. Ja, wie in Darmstadt. Wie in Darmstadt, wie in Duisburg, wie in. Wie in Darmstadt, wie in Duisburg. München 60 war ähnlich, weil München 60 hat 3 Jahre gegen Abstieg gespielt. Relegation, immer wieder unten am Boden. Dann hat sich das gute Gefühl bestätigt mit den Menschen. Keiner hat mir gesagt, dass es hier viel regnet. Ja. Ich habe auch mit Nenad Bjelica telefoniert. Wir kannten uns sporadisch, aber über seinen Berater hatte ich Kontakt. Dann hat er mir ein bisschen über Pogon erzählt, so wie er als Trainer das wahrgenommen hat. Und in dieser Saison haben sie im Pokal verloren gegen Pogon Szczecin und hat gesagt, das ist eine gute Mannschaft, dass eine gute Basis hier ist, dass es nicht einfach wird, aber so. Man kann nur gewinnen. Ja? Auf der einen Seite gibt es Menschen, die sagen, ey, mach das nicht. Wenn du einmal weg bist aus Deutschland, kommst du nicht mehr zurück. Wenn du absteigst, ist deine Karriere kaputt. Ein Freund fragte, bist du verrückt? Nicht nur einer. Was machst du? Ja, es kommt vieles dazu, ja? Sprache, Ausland, dann auch, es war nicht Frühling, es war kurz vor Winter. Ja? Im Winter ist es bekanntlich immer schwieriger, einmal zu transferieren, dann die Plätze sind nicht nur in Polen, auch in Deutschland schlechter. Man kann nicht draußen bei Minus stehen und 3 Stunden irgendwas erklären. Aber ich habe eine gute Energie gefühlt bei den Spielern. Irgendwas habe ich gesehen, irgendwas hat mich auch überzeugt. Ja, und 3 Tage später oder 4 Tage später habe ich dann angefangen. In München haben Sie am Allianz Arena gespielt. Ja. Sie haben mit Kaiserslautern im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Pep Guardiolas Bayern gespielt. Ja, knapp verloren, ja. Ja. Aber so schlecht war es nicht. Die waren Highlights, ja. Ja. Und Pogon ist auch ein Highlight. Ja, aber ohne diese Glamour, ja. Der Job an sich ist gleich. Ja, man hat andere Bedingungen. Klar, die Plätze sind besser, hier sind die Plätze nicht so gut oder verbesserungswürdig. Aber der Job an sich ist ja gleich. Man hat eine Mannschaft, man muss der Mannschaft eine Orientierung geben.
Man muss Leute begeistern und auch überzeugen, ja, weil ein Trainer ohne Mannschaft ist nichts wert. Und Glamour, klar, es ist vielleicht ein bisschen einfacher, in dem einen oder anderen Stadion zu spielen oder man hat gewisse andere Persönlichkeiten, aber wissen Sie, was mich am Ende interessiert? Das Ergebnis. Ja, und ich glaube, mein erstes Spiel, nicht ich glaube, ich weiß es, mein erstes Spiel war hier zu Hause gegen Piast Gliwice. Es hat geregnet und ich glaube, es waren unter 3000 Zuschauern. Das war natürlich schon ernüchternd. Aber das hatte ich auch in Darmstadt gehabt, als ich angefangen habe. Und im zweiten Jahr, in diesem Aufstiegsjahr, hatten wir zweimal volles Stadion ausverkauft. Das hat auch keiner geglaubt. Und hatten wir hier auch. Wir hatten dann diese 70 Jahre Pogoń Szczecin. Das war ein sehr schönes Spiel. Das Stadion war voll. Wir hatten vor kurzem gegen Legia auch ein volles Stadion. Also man kann auch hier was entwickeln. Und das ist auch schön. Und die Fans, glaube ich, die haben ein gutes Gespür. Sie haben ein gutes Gespür über Entwicklung, über Charaktere, über Mannschaft, über ihre Mannschaft. Wenn es sich lohnt, kommt der Fan auch und wird immer gerne im Regen stehen. Und alle, die hier waren, meine Freunde oder auch Leute aus dem Fußball, die sagen, ja, ein bisschen Oldschool-Fußball, das fehlt ein bisschen, es ist schön hier.